Ah, genau, das rennt sich hier direkt nebenan. Da ist es. Ich stehe hinter dir. Mal sehen, was dieses Ding so drauf hat. Gehörte der nicht deinem Dad? Geht das für Lucas klar? Der Wagen gehört mir genauso wie ihm. Die Dreamkillers werden heute Nacht alles geben. Und wir müssen das auch. Deshalb sind wir hier. Denk dran, wenn wir das hier gewinnen, muss uns die League eine Chance geben. Hm. Aber kein Druck. Hm. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Ich liebe den Klang dieses Motors. Danke, Papi. Na gut. Dann werden wir jetzt ein bisschen ernst machen. Das nenne ich ein Auto. Wenn du einen Schlaganfall hast, halt an. Naja. Eigentlich können wir dieser kleine Rammschuss von dir, Mann. Meine Gute. Schnell, ha? Jo. Bitte was? Oh, nee, ich schon wieder Kopf. Alles klar, bin dran, Zentrale. Schau, Ende. Alles klar, bin unterwegs nach Edgewood Valley. Hm. Okay, Zentrale, bin auf dem Weg. Gut, ich würde reisen mal los. Oh nein. Ein bisschen auf Abwägen gewesen. Ich bin nie wieder ohne Auto. Hab dich. Na, die krieg ich noch. So langsam nervst du mich. Fahr rechts ran. Du kommst noch lipplig davon. Yeah.
Das wirst du bereuen! Geh! Moment! Ich fahre hier doch kein Crashcar! Das ist deine letzte Warnung! Wie gesagt. Ich bin gespannt, wie er das erklären will. Oh, du hast mir den Arsch gerettet. An alle Einheiten. Officer Shaw ist verunfallt und benötigt Hilfe. Haltet die Augen nach einem gelben Camaro offen. Das ist unser Stichwort. Ich fahr zurück in die Werkstatt. Komm so schnell wie möglich nach. Genau, jetzt kommt dieser Scheißkopf noch weiter, oder? Super. Wie kann ich den jetzt einlösen? Die Scheißwerkstelle kommen. Jawohl. Kann ich jetzt auf den Punkt setzen? Wo ich hin muss? So. Letzte Nacht ist der Kampf zwischen der städtischen Highspeed Task Force und der immer größer werdenden Gruppe krimineller Racer eskaliert. Anwohnern bot sich ein bizarrer Anblick, als hunderte Dollarscheine durch den Nachthimmel flogen. Die Task Force hat nun einige schwierige Fragen zu beantworten. Was letzte Nacht passiert ist, war inszeniert. Ein mieser Versuch, meine Einheit in Verruf zu bringen. Und wieso? Weil wir gewinnen.
Gedankengängen ist er ein bisschen träge. Aber sobald er aufdreht... Mann, das Ding ist eine Bestie. Okay, du bist sauer. Ach echt? Mira esto. Es tut mir leid, ich hätte es dir sagen sollen. Ach wirklich? Na klar, verdammt. Du hattest kein Recht dazu, Anna. Kein Recht. Ich bin weg. Nein. Er war auch mein Papi, okay? Und falls du es vergessen hast, er wollte, dass dieser Wagen in Rennen fährt. Und das war ein Rennen, hm? War es, bis dieser Arsch vom Kopf aufgetaucht ist. Bei dem, was du tust, werden immer Cops auftauchen. Du versaust dir noch dein ganzes Leben. Nein, ich werde was aus meinem Leben machen. Ich bin nun mal wirklich gut darin. Gut? Das ist gut? Das sieht aus, als wäre eine College-Abbrecherin gefahren, die nichts vom Racing versteht. Das ist echt nett. Ich muss nicht hier stehen und einem Ex-Knacki zuhören, der zu viel Schiss hat, wieder zu fahren. Wir sind Racer! Meld dich bei mir, wenn dir das wieder klar ist. Weiß ich, wie sich mein Vater gefühlt hat. Ah. Brauchst du dabei Hilfe? Dale. Jeder, die ich kriegen kann. Wir brauchen ein paar Teile. Sehr schön. Mhm. Ford Focus. Ford Mustang. Lancer. Yeah. Der Porsche. Und ein NSX. BMW M2. Und ein X6. Gut. Sieht immer noch schlimm aus. Gib also Bescheid, wenn du den Grill hast, ja? An der Küste gibt es ein paar Schrotthändler, die mit seltenen Teilen handeln. Ich weiß, dass sie einen Grill für einen 67er Camaro vorrätig haben. Allerdings wollen sie ihn mir nicht verkaufen. Kannst du es vielleicht mal versuchen? Kein Problem. Danke. Oh, eins noch. Die Typen mögen keine Straßen. Ich habe deshalb vorsorglich einen Wagen getunt und ihn da unten abgestellt.
Da ist das Ding. So, das eine Ding fahren wir doch. Und dann machen wir mal Feierabend. Nehmen wir mit. 32.000 ist gar nicht wenig. Wir haben Zeit für ein neues Auto, würde ich sagen. Gucken wir uns noch nichts fahren. Die drei sich da vorne betteln, dann kann man nämlich das Spiel aufschließen. Den ersten haben wir schon. Die zwei werden sich da ein bisschen uneinig. Dann nehme ich mir mal kurz in die Beine vor. So, schon vorbei. Wobei mir gerade einer noch an der Backe klebt.
geschafft. Gut. Was haben wir denn noch? Autohändler. Gucken, was wir da noch haben. Okay, dann müssen wir gucken, verdammt, ist Druck 191. Ich will die gerade, ob ich den nehmen soll. Na komm, wir nehmen ihn. Ja. Der Rostlaube ist offenbar vorbei. Gut. Mit.
Eine Kupplung rein. Das mit. Damit. Gut, machen wir trotzdem mal Feierabend.